Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Blizzard hat gerade erst das neueste Classic Add-on angekündigt und dort bereits einige Änderungen fernab vom ursprünglichen Release mit eingekippt. In den letzten Stunden haben sich aber weitere Infos verbreitet, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Was Blizzard noch geplant hat, welche Änderungen jetzt schon feststehen und worüber sie sich noch nicht im Klaren sind, wie sie weiter verfahren, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn ihr Bock auf die neuesten Classic-Infos habt, lasst gerne ein Abo da und ich versuche euch schnellstmöglichst mit diesen zu versorgen. Nun aber erstmal zu den neuesten Erkenntnissen der letzten Stunden. Nach der Veröffentlichung von Lich King gab es verschiedene Interviews, unter anderem mit Patrick Dawson und Tim Jones bzw. mit Brian Birmingham, die entsprechend mit im Entwicklerteam von Classic sitzen, und dort gab es einige interessante, aber auch überraschende Informationen. Also schauen wir mal, was Blizzard da so geplant hat. Zuallererst, die Klassenbalance soll auf dem Patchstand von 3.35 sein. Das ist Ende des Addons, also das ist der Halion-Patch, ist jetzt nicht wirklich überraschend. War jetzt bei Burning Crusade auch so, es war auch bei Classic so, von daher, das ist jetzt nicht großartig irgendwie was Neues. Aber das gilt nur für die Klassen und nicht unbedingt für Mechaniken. Das haben sie nochmal explizit hervorgetan. Das heißt, einige Mechaniken, sei es jetzt bei Bossen, sei es jetzt bei irgendwelchen Stats, könnten durchaus anders laufen. In der Zwischenzeit zwischen 3.02 und 3.35 sind einfach zu viele Sachen gelaufen, um die jetzt wirklich aufzuzählen. Aber ich schmeiß einfach mal ein paar Änderungen rein. Für Kriegertanks zum Beispiel, das Verwüsten macht jetzt 120% Waffenschaden. Ist natürlich für den Aggroaufbau ziemlich wichtig. Von daher war das nochmal eine Erleichterung. Der Battle Rats, der ist zum Beispiel jetzt bloß noch auf 10 Minuten und nicht auf 20 Minuten CD. Und der Schamane, der hat zum Beispiel jetzt einen Windschock zum Unterbrechen bekommen und muss nicht mehr den Erdschock nehmen. Und der ist dann halt auch unabhängig von dem Cooldown von den anderen Schocks. Das heißt, er kann halt einfach immer unterbrechen, auch wenn er gerade einen Flammschock, einen Frostschock oder was auch immer gemacht hat. Aber wie gesagt, das sind jetzt bloß mittlere Änderungen. Bei den Klassen wurde relativ viel rumgeschraubt. Aber wie gesagt, dass der Patch dann zu weit hinten ist, das sollte relativ klar sein. Ist vielleicht auch gerade bei den Todesrittern ganz interessant, weil die waren am Anfang ja schon ein bisschen kaputt stark. Von daher gar nicht so verkehrt. Gut, was haben sie noch durchblicken lassen? Es wird keine Era Realms geben. Das heißt, das, was wir jetzt mit Classic haben, also dass quasi die Classic-Spieler von Vanilla, also Vanilla Classic, dann weiter spielen können und der Rest dann halt zu Burning Crusade übergeht, das wird so nicht geben. Das heißt, alle Burning Crusade-Spieler werden mehr oder weniger automatisch zu Lich King dann entsprechend transferiert. Es soll keinen Klon-Service geben, den es halt damals auch gab. Von daher, man hat hier erstmal keine Wahl. Man kann nicht TBC Classic weiterspielen, sondern es wird weitergehen mit Lich King. Da habe ich unter anderem auch in euren Kommentaren schon gelesen, dass da der ein oder andere nicht so happy drüber ist, weil Lich King war zwar für sehr, sehr viele Leute das Add-on schlechthin, es war ja auch die Peak-Zeit von WoW, aber es gibt halt auch genug Leute, die sagen, nee, Lich King war einfach nichts mehr für mich, da gab es ein paar Sachen, die mich einfach massiv dran gestört haben und deswegen möchte ich eigentlich bloß Burning Crusade weiterspielen, genauso wie es halt Leute gibt, die halt sagen, ey, ich möchte nur Vanilla Classic weiterspielen. Ich glaube zwar nicht, dass die Masse an Spielern so unglaublich groß ist, aber sie ist auf jeden Fall vorhanden. Von daher, ja, ich meine, Blizzard hat wahrscheinlich gesehen, dass die Classic-Era-Server nicht wirklich groß sind, also dass da auch viele, viele, viele Leute weggegangen sind. Ich hatte ja auch vor ein paar Wochen ein Video darüber gemacht, um einfach zu zeigen, naja, wie viele Spieler sind denn da noch und wie viele Leute haben hier die Classic-Server verloren. Das war halt einfach unglaublich viel und ich denke, bevor Blizzard dann dort nochmal Zeit oder Geld investiert, haben sie sich gesagt, nee, lassen wir erstmal, das lohnt sich nicht. Gut, dann weiter mit der Kleinigkeit. Aktuell ist es ja so, dass auf einem PvP-Server man nicht gleichzeitig ein Horde und auch ein Allianz-Char haben kann. Ja, das ist auf dem PvE-Server ist das anders, da konnte man halt beide drauf haben, aber das wurde im Patch 3.2 damals, wurde das geändert, sodass man halt auch beide Fraktionen auf dem gleichen Server erstellen konnte. Da ist Blizzard sich noch nicht so richtig sicher, ob sie das wirklich machen wollen. Da haben sie gesagt, naja, da gibt es doch nichts, was so wirklich spruchreif ist, da wird doch drüber diskutiert. Heißt aber für uns, naja, das ist beides möglich. Also sie könnten es so machen wie damals und dann entsprechend einfach hier die Server so umstellen. Oder aber sie sagen, ja nee, das ist auch in irgendeiner Form schädlich für die Community oder warum auch immer. Und sagen dann, nee, das lassen wir. PvP-Server bleiben so, wie sie sind. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich vielen Spielern relativ egal sein. Aber trotzdem ist es hier noch nicht final entschieden. Dann zu einer weiteren Sache, die auch in der Schwebe ist. Und zwar überlegen sie sich, ob sie den Rassen- bzw. Fraktionswechsel als bezahlten Dienst wirklich in das Spiel mitbringen wollen. Im Interview haben sie gesagt, dass sie sich da noch nicht sicher sind, ob das wirklich hier gemacht wird. Es wird wohl noch intern diskutiert, ob es so wie im Original eingeführt werden soll. Aber das kann halt auch heißen, dass dieser Wechsel einfach überhaupt nicht kommt.
Man hat es auf Retail gesehen, dass ab einem gewissen Punkt die Fraktionen halt massiv überlagert worden sind. Das heißt, dass entweder die Allianz, aber vor allem die Horde später dann einfach überlaufen worden sind, weil die Leute dann tatsächlich gewechselt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Blizzard versuchen möchte, das in irgendeiner Form zu unterbinden und da eventuell bestimmte Risiken für die Server oder für die Community oder für was auch immer sieht. Ich meine, ich persönlich habe jetzt eher weniger mit dem Gedanken gespielt, sowas zu machen. Ich habe jetzt sowas auch noch nie durchgeführt. Aber der ein oder andere, der hat vielleicht tatsächlich, sei es aufgrund von, weiß ich nicht, PvP, sei es jetzt aufgrund von irgendwelchen Rassenfähigkeiten oder weil da einfach bloß die Kollegen wieder anfangen wollen mit Spielen, dass man sich dann halt auch darauf einstellt, okay, ich habe ja meinen Char, den möchte ich natürlich behalten und dann wechsle ich halt einfach und spiele dann auf der Allianz oder der Horde weiter und habe dann halt immer noch meinen Char, weil man hat ja nur noch einiges an Spielzeit dort schon investiert. Aber wie gesagt, kann passieren, dass das gar nicht erst reinkommt, kann passieren, dass das später reinkommt oder halt, dass es dann von vornherein mit drin ist, ist noch nicht entschieden, aber wer mit dem Gedanken spielt, der sollte eventuell schon mal einen Plan B haben, sollte es denn tatsächlich nicht kommen. So, dann eine etwas interessantere Sache. Und zwar haben sie gesagt, dass der Pre-Patch mindestens 2, maximal 6 Wochen gehen wird. Also eine Spanne von 2 bis 6 Wochen. Wahrscheinlich eher im Bereich 4 Wochen. Finde ich persönlich ziemlich gut, weil zu Burning Crusade wurde das ein bisschen sehr schnell gemacht. Das war jetzt nicht so gut. Da hatten die Leute meines Erachtens ein bisschen wenig Zeit. Aber wie gesagt, jetzt wollen sie das ein bisschen ausweiten. Finde ich persönlich nicht verkehrt. Daran hängt wahrscheinlich auch dann das Event, was es zu Lich King gab und der entsprechenden Invasion der Geißel. Ja, also der Pre-Patch, der hat dann auch Sunwell komplett genervt. Also es gab ja hier mehrere Stufen und da war das wirklich ein absoluter Witz. Da war wirklich gar nichts mehr schwierig an dem Boss. Da ist man dann einfach nur noch durchgerannt, ähnlich wie jetzt Black Temple. Das war jetzt nicht wirklich mehr schwer. Ja, und da sind dann die Gilden halt einfach wirklich durchgerannt, ohne großartig noch auf Taktiken zu schauen. Zumindest die alten Taktiken nicht, weil viele Sachen halt so einfach gar nicht mehr relevant waren. Ich denke, 4 Wochen wäre tatsächlich ein ganz gutes Maß. Ich meine, ein Monat ist jetzt auch nicht wenig. Aber wenn man sagt, ja, man möchte halt nochmal mehr oder weniger den DK ein bisschen spielen. Man möchte vielleicht auch alten Content damit nochmal machen und vielleicht auch sich 1, 2 Items holen, um einfach ein bisschen besser mit dem Leveln zu starten. Mag man alles haben wollen, ja, ist okay. Ich denke, es sollte nicht zu lange dauern, weil das wird dann irgendwann auch langweilig. Aber 2 Wochen halte ich auch für ein bisschen kurz. Von daher denke ich, wäre das ein ganz gutes Mittelmaß. Gut, dann kommen wir zu etwas, was mich ein bisschen verwundert hat. Und zwar in dem Interview mit IGN haben sie gesagt, dass sie gerade am Überlegen sind, ob sie das, was damals im 25er, 10er, Normal und HC möglich war, also dass man halt einfach alles machen konnte, dass hier nicht eine Änderung eingekippt wird. Sie haben jetzt nicht gesagt, was geändert werden könnte, aber dass sie durchaus darüber nachdenken, damit die Leute sich nicht gezwungen fühlen, alles auf einmal zu machen. Lich King war ja geprägt von, ja, jeder Content-Patch hat eine eigene Variante, mit den Raids umzugehen. Wir hatten Naxxramas, was nur im 10er und 25er war. Dann kam Ulduar, wo wir hier auch 10er, 25er hatten, aber die Hard-Modes dann entsprechend in die Instanz eingearbeitet waren. Dann kam nachher PDK, PDOK, wo tatsächlich dann auch dieser HC-Modus verfügbar war und auch eigentlich hier nur die Möglichkeit bestand, alles gleichzeitig zu machen. Und am Ende dann in ICC war es so, man konnte in den Instanzen umswitchen. Da konnte man sagen, okay, den zweiten Boss, den machen wir jetzt auf HC, da machen wir weiter mit Normal und den nächsten Boss, den machen wir auch HC und so weiter und so fort. Also da gab es unendlich viele Varianten, die irgendwie kreuz und quer waren. Und hier, wie gesagt, überlegt Blizzard, irgendwas einzufügen, dass die Leute sich nicht gezwungen fühlen dazu, irgendwie alles zu machen. Halte ich für relativ schwierig. Also ich glaube es zwar nicht, dass sie in die Richtung gehen, aber sowas wie, okay, du hast das jetzt im 10er gemacht, deswegen darfst du es nicht mehr im 25 machen, weil du hast dann halt einen Instanzlock, das wäre katastrophal. Also es gibt einfach Sachen, die im 25er deutlich, deutlich schwerer sind. Ich hatte eigentlich vor, in der 10er-Gruppe irgendwie so Erfolge wie Firefighter oder Alone in the Dark, also Jock ohne Lichter zu machen, beziehungsweise Mimiron dann mit dem Knopf drücken, falls sich noch jemand erinnert. Und das würde ich halt ganz gerne im 10er machen, im 25er natürlich auch, aber man weiß halt noch nicht so richtig genau, in welchem Schwierigkeitsgrad es enden wird. Von daher, ja, im 10er wäre es halt einfach nochmal eine andere Sache. Wenn sie jetzt da tatsächlich so einen harten Einschnitt machen, ich weiß nicht, wie gut das wirklich ankommt. Also da kann ich mir vorstellen, verrennen sie sich eventuell in eine falsche Richtung. Aber wie gesagt, ist noch nichts angekündigt, ist noch nicht irgendwie entschieden, in welche Richtung das irgendwie geht. Von daher ist das jetzt erstmal noch Spekulation. Aber sie machen sich auf jeden Fall einen Kopf drum. Letzte Sache noch.
Und zwar die Beta-Anmeldung für Lich King, sofern sich irgendjemand dafür interessiert, die ist dann entsprechend kurze Zeit, nachdem die Vorstellung durch war, auch live gegangen. Falls das irgendjemand nicht mitbekommen hat, guckt mal in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch die darunter. Und wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch zumindest einschreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele sie zulassen, aber wenn ihr das einfach schon mal anspielen wollt und nicht warten könnt, bis es halt wirklich rauskommt, dann eventuell darüber, zumindest wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Gut, das war's erstmal mit den nächsten Infos zu Lich King. Ich denke, da werden in den kommenden Wochen noch einige Sachen folgen und eventuell wird ja das ein oder andere tatsächlich nochmal umgeworfen. Schauen wir mal. Ich danke auf jeden Fall für eure Zeit, wünsche noch viel Spaß beim Zocken und sage bis zum nächsten Mal.